Glaube seltsam und befremdlich? Matthäus Kapitel 6, Verse 30 bis 33. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sagen und sorgen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Christen leiden. Das hat Jesus uns ja auch vorhergesagt, dass dies auf Erden der Fall sein wird, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Gottes Sohn ist uns hier praktisch vorangegangen. Entsprechend heißt es in 1. Petrus 4, Verse 12 bis 19. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Es ist also nicht wirklich etwas Befremdliches, wenn uns in dieser Welt so manches sehr merkwürdig, falsch und verkehrt vorkommt und wir auch darunter leiden und manchmal enttäuscht werden. Das hat dann mitunter eben auch einen Einfluss auf unsere Seele und unseren Körper. Das ist so. Wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, 2. Korinther 4, 7. Und dieses Gefäß hat oftmals auch einen eigenen Willen und kann so manches nur unzureichend verarbeiten und damit umgehen. Aber es ist möglich. Eine erhöhte Sensibilität haben alle Christen, eben weil wir geistlich nicht hierher gehören, sondern im Himmel unsere eigentliche Heimat haben. Was wir aber nicht zu sehr tun sollten, ist, uns selbst zu analysieren und permanent zu reflektieren. Dadurch begegnen wir uns ja immer nur wieder selbst und in diesem Sinne auch der Welt. Stattdessen dürfen wir im Vertrauen alles überwinden, diese Welt und sogar uns selbst, weil wir an den Überwinder glauben. 1. Johannes 5, 4. Und Gott kennt uns ja auch besser, als wir uns selbst kennen. Entsprechend werden wir ihn auch niemals überraschen können, positiv wie negativ. Und die Dinge, die uns begegnen und mit denen wir umgehen müssen und dürfen und können, die sieht Gott auch im Voraus und wird uns auch entsprechend helfen, damit umzugehen. Wir sind hier nicht alleine. Durch den Glauben sollen wir nun lernen, von uns selbst wegzusehen und unseren Blick auf Jesus und auf sein Reich zu richten. Entsprechend lesen wir in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist etwas anderes und als Christ auch Besseres, als zu versuchen, sich selbst zu verstehen und sich einzubilden, immer zu wissen, was man braucht und was nicht. Und um diese Welt auch zu verstehen, weil das ist manchmal auch ein Problem. Nicht wir können in unsere Zukunft sehen. Können wir nicht, aber Gott kann es, er allein. Nach Gottes Reich zu trachten, geht nur in der Praxis und sozusagen auch nur mitunter aus dem Leid, aus der Ahnungslosigkeit und aus der Empfindlichkeit heraus, die uns ständig im Alltag umgibt. Nicht ein
äußerlich und körperlich sorgenfreies Leben ist die Heilquelle meiner Seele, sondern das ist allein Gott in Jesus Christus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14,6. Und das auch ganz persönlich für mein kleines Leben, meine seelischen Belange und meine irdische wie ewige Zukunft. Alles dient uns zum Besten und lässt uns zum Guten mitwirken. Römer 8,28. Wenn wir das in Kopf, Herz und Seele behalten, trachten wir tatsächlich nach Gottes Reich. Es ist nicht falsch, wenn wir versuchen, Lösungen für unsere Kämpfe, Nöte, Anfechtungen, Probleme, Bedürfnisse und Empfindlichkeiten zu finden. Aber weder wir selbst noch jemand anderes kann uns hier den besten Weg weisen und dauerhaft richtige Lösungen anbieten. Das kann nur Gott in seinen Wegweisungen für uns, auf die wir auch achten sollen und dürfen. Nur in der tiefen Beziehung zu ihm finden wir unser Glück und unseren Frieden, auch wenn wir nicht immer alles verstehen und einschätzen können. Und das ist alles andere als seltsam oder befremdlich. Es ist einfach die selige Wahrheit. Wir sind nicht allein. Das einzusehen, zu verinnerlichen und einfach daran zu denken und zu glauben, hilft uns dann auch, die Wege zu gehen, die Gott für uns vorbereitet. In Epheser 2,10 heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Dafür sollen und dürfen wir sensibel sein, aufmerksam sein. Es gibt auch für unser Leben einen himmlischen Plan. Strecken wir uns danach im Glauben und im Vertrauen aus. Und das jeden Tag. Gott segne euch. Thank you.